In diesem Video präsentiere ich euch einen Bosch Serie 8 Backofen mit TFT-Display und digitalen Bedienring. Und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und zu einer guten Küche gehört natürlich auch ein guter Backofen und den präsentiere ich euch heute. Wir haben hier einen Bosch Serie 8 Backofen und zwar das Modell HBG972KB1. Das Gerät ist komplett schwarz, Gerätemaße rund 60x60 cm, 60 cm hoch, 60 cm breit und wir haben hier ein Gerät mit einem Touchdisplay und digitalen Bedienring. Das heißt, wir haben hier in der Bedienleiste keine Unebenheiten, keine Knebel, die man versenken kann, wo man Schmutz wieder mit in das Gerät einbringt, sondern wir haben hier eine glatte Oberfläche, die sich auch leicht reinigen lässt. Zum Display komme nochmal separat gleich dazu. Erstmal noch zum Aufbau des Gerätes und zu dem Lieferumfang. Das Gerät selber wird geliefert mit einem Rost, mit einem Backblech Universalpfanne und mit einem paar ebenenunabhängigen Teleskopauszug mit Stoppfunktion. Also der ist nicht kaputt, weil er hakt, sondern er hat eine Stoppfunktion, damit, wenn er ausgefahren ist, hier nicht verrücken kann, wenn ihr hier auf dem Blech oder wenn ihr hier einen Bräter stehen habt, arbeitet und das Ganze auch pyrolysefähig, denn unser Gerät hat eine Selbstreinigung, die Pyrolyse. Die Tür selber ist vierfach verglast. Wir haben eine Außen- und eine Innenverglasung sowie zwei innenliegende Scheiben. Somit habt ihr auch im Reinigungsprozess immer eine kühle Front und die Kinder im Haushalt können sich hier nicht die Finger verbrennen. Der Garraum mit insgesamt 71 Litern hat 5 Einschubebenen und die Klapptür ist mit Softclose ausgestattet. Vom Aufbau kommen wir zur Bedienung und wir haben ja hier zwei Geräte und da kann ich euch die Unterschiede der Serie 8 auch gleich im Display nochmal näher bringen. Wir machen beide Geräte, aktivieren wir. Wenn ihr wissen wollt, in welcher Küche wir uns gerade befinden, findet ihr über die Infokarte die passende Küchentour zu dieser Kundenküche. Und jetzt sehen wir auch schon den Unterschied. Beide Geräte haben den digitalen Bedienring, aber wir haben unterschiedliche Displaygrößen. Wir haben hier das kleine TFT-Display, was in den Bedienring integriert ist. Und wir haben hier das große 6,8 Zoll Display, welches über den digitalen Bedienring rübergeht. Den Ring kann man auch nochmal aktivieren, dass wir den sehen. Hier der digitale eingefasst in das Display und hier fasst der digitale Bedienring das Display ein. Der Backofen hat insgesamt 11 Heizarten. Können wir uns auch gleich mal direkt anschauen. Wir haben eine 3D-Heißluft. Das bedeutet, dass wir auf 3 Ebenen gleichzeitig backen können und somit gleiche Ergebnisse erzielen. Wir haben die klassische Ober- und Unterhitze. Wir haben eine sanfte Heißluft. Das bedeutet, dass wir hier ein schonendes Garen haben. Das bietet sich insbesondere an für Gebäck, wenn wir auf einer Ebene arbeiten, oder für einen leckeren Rührkuchen. Dann passend auch dazu die sanfte Ober- und Unterhitze. Wir haben die Airfry-Funktion, wo hier im Gerät frittiert werden kann, ohne Fett oder mit ganz wenig Fett, je nach Gericht. Dann die Kombination aus Umluft und Grillen. Dann das separate Grill in groß und in klein. Eine Pizzastufe. Das bietet sich nicht nur an für Pizza, sondern auch für Blechkuchen, also alles, was unten kross und oben fluffig sein soll, das kann mit der Pizzastufe gebacken werden. Dann haben wir die Auftaufunktion und eine separate Unterhitze. In der manuellen Einstellung könnt ihr jeweils die Temperatur und auch die Gardauer einstellen. Und das alles über den digitalen Bedienring, der, wie ich finde, sehr gut reagiert. Wer noch die älteren Serie 8 Geräte kennt mit dem manuellen Bedienring, der weiß, dass
wenn dieser eine gewisse Abnutzung hatte oder halt verschmutzt war, dass dieser sehr, sehr schlecht reagiert hat. Hier der Digitale funktioniert um einiges besser. Neben den 11 Heizarten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euer Gerät über die Favoritenfunktion zu personalisieren und auch über die Home Connect App mit zu verbinden. Wir haben auch noch Automatikprogramme, wo euch das Gerät für festgelegte Gerichte unterstützt bei der richtigen Auswahl der Temperatur, der richtigen Heizart und natürlich auch bei der Gardauer. Und wenn wir nochmal eins weitergehen, haben wir dann die Reinigungsfunktion, wo sich dann dahinter die Pyrolyse verbirgt. Ja, mit diesem Bosch-Backofen findet ihr einen klassischen Backofen, komplett in Schwarz, der sich leicht reinigen lässt, intuitiv bedienen lässt und der euch sogar bei den einen oder anderen Gericht unterstützt. Wenn ihr Lust auf weitere Elektronikvideos habt, empfehle ich euch den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.